Ich hätte mich auch hier unten verstecken können, um da fangen zu spielen mit denen. Also. Es ist die Frage, ich habe ja gesagt. Okay, da komme ich nicht hoch. Guck mal, ich habe sogar noch Rüstung gefunden. Maximum 50. Okay, gut. Also habe ich. Ist das tatsächlich eine Limo-Dose? Junge, Junge. Also ich habe dann so schlussendlich 150 Leben, wenn Schutzschild gleichbedeutend mit Leben ist. Ich gehe mal kurz hier rein. Ich nehme doch mal an, dass das ein Feind ist. Nee, das ist irgendwas anderes. Okay, Double Jump gibt's nicht. Nächster Höhlenkomplex. Eine IT-Karte. So, von vornherein Gegner erledigen ist hier wohl nicht. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir hier irgendwie. Hoch. Kann man irgendwie hier bewegen, können wir da nichts. Machen wir es mal so. Tada, Geheimnis gefunden. Okay, ja, das ist also ein Kampfschrotflinte-Modellbild. Blauer Typ. In dieser Karte gibt es zwei. In jeder Karte gibt es zwei UAC-Marine-Typen-Zwilling. Beide werden je ein Modell freischalten, das anschließend Sammelstücke Menü ansehen kann. Versuche sie alle zu finden. Ah. Okay. Artefakte? Nein. Tutorials. Monster. Waffen. Nee, ich wollte auf Waffen. Schrotflinte, Pistole. 14 Kills, 15 Kills. Alles klar, Statistik läuft mit. Allerdings nicht über die Schüsse. Zugang gestattet. Okay, das geht drahtlos. Der Anzug verbessert. Handgranate. Ich nehme doch mal an. Aha, wir haben eine Karte. Oh, guck mal, wie süß. Wieso kriege ich den denn angezeigt? Ach, da sind wir. Die Karte haben wir schon erkundet. Alles klar. Alles klar, so rum. Waffen, Handgranate. Das Design dieser Waffe ist zwar kommen wir aber nicht so weit, dass ihr ballistisch jetzt Potenzial voll ausgereizt wird. Dann kann halt bestimmt aus einem Sprengsatz, Stahlbehälter, 5 Meter Entfernung, Splitter, M67 Granate, Sprengstoff, Ausrüstung, okay. Oder String, was du eine hast, ausgerechnet haben wir eine. Aufladezeit, die abgelaufen sein muss, bevor du ihn einsetzen kannst. Okay. Alles klar. Oh. Da unten haben wir einen Gegner. Das hört sich immer so ein bisschen dumpf an, wenn man mit Energie schießt. Da ist ja immer so ein Flug. Das passiert einfach nicht viel, kein wirklich, ja, Kickback oder so von der Waffe. Naja. Ah, guck mal, das ist ein
vorsichtig sein und... Ah, ich sollte auch noch schießen. Ja. Anzeige ist. Ich nehme an, die eine sagt mir, dass das Blaue, dass er maximal angreifbar ist und das Rote entweder, dass die Zeit langsam abläuft. Oder irgendwas anderes. Mit einer Sekunde mehr Zeit schafft man es tatsächlich. Was wird das da überhaupt? Hey, Kranfahrer, halt das Ding mal ruhig. So, haben wir Schutz und was ist. Ah, Granaten. Ah, okay. Area Scan Technologie. Auto Map gespeichert. So. Haben wir hier irgendwie da. Ausrüstung. Okay, mein Navigationssystem wurde verbessert. Immer ein Grund, sich zu freuen. Vor allem in einem Spiel, wo es früher keine Karte gab, soweit ich das aus Berichten kenne. Ich habe es ja selbst nicht gespielt. Guck mal eine an. Ah, ein Rüstungswiderstand. Senkt den Schaden durch explosive Fässer und Umwelteinflüsse. Durch eigene Waffe. Ich glaube, ich werde... Kann ich hier raus? Escape zurück. Okay. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht raus? Tab schließen. Ah, okay. Irgendwie... Strange. Da sind Gegner. Okay. Da sind wieder so Feuerwerfer. Meine Hammerrüstung. So, das wäre der Weg, den ich, da hätte ich auch gegenhauen können, ja. Das wäre also der Weg, den ich hier runtergekommen wäre, den ich eigentlich gehen wollte. Ich hätte von oben schießen sollen. Ich hätte da und da auch sehr oft theoretisch gesehen. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir denn jetzt hier lang? Ich glaube, hier runter müssen wir sowieso. Ja, nein. Ja, ich versuche mal. Okay. Nein. Ach komm, im Ernst. Ah, ich konnte mich noch retten, okay. Also Gegner konnte ich jetzt nicht ausmachen. Ah, guck mal einer an. Hier so ein kleiner Rundweg. Man muss nur aufpassen, dass man eben nicht hier irgendwie drauf geht. Ah, hey. Yeah.
muss ja F drücken, genau. F, nicht E. Zeigt, ich bin definitiv unsterblich. Ob mir da Granaten geholfen hätten? Keine Ahnung. So, jetzt die Frage hier unten. Nö, die Tür scheint nicht aufzugehen. Demnach. Achso, na, klar, Munition. Hätte man auch Schrotflinte nehmen können, sollen, wie auch immer. Geht aber auch mit der Pistole, von daher nicht weiter dramatisch. Wahrscheinlich hätte ich das da unten auch einfach umgehen können, ohne größere Folgen. Nutzerkonfiguration gescannt. Zeige verfügbare Modifikationen. Explosivschuss. Gedrückt, um einen bogenbildenden Explosivschuss aufzuladen. Halt die Waffe Motors gedrückt, um die Salve mit 3 Geschossen mit minimaler Streuung. Okay. Ach, E schließen. Ah, okay, das war die Info. Und der Explosivschuss. Sehr freundlich. Aha. Okay, Weapon Mode. Fügt das mir auf die Entfernung auch Schaden zu? Nein, also man braucht eine gewisse Entfernung, um nicht direkt was abzubekommen. Oh, nice. Das ist praktisch. Da kriegst du ein bisschen mehr. Okay, sonst ging das irgendwie, dass man auf die Kiste draufgeflogen ist. Ah, er lädt erst noch. Oh, okay. Sieht in dem Fall anders aus. Ich hätte auch noch eine Granate nehmen können, ne? Aber das ist genauso effizient. Naja. Na? Okay, wir haben eine Höhle, einen Tunnel. Keine Höhle, einen Tunnel. Wieso hört sich das immer so an, als würde hier noch was rumlaufen? Aber das hätte ja schon längst geschrien, mich mit irgendwas beworfen oder sonst irgendwas. Aha, also weiter hoch kommen wir gar nicht. Vielleicht können wir noch genau der Weg hier oben. Ah.
dem ganzen Bewegen ist das ein bisschen ungewohnt. Erinnert mich eventuell ein wenig an Overwatch. Da ist es auch ein sehr, sehr schneller Kampf. Noch hinterher klettern. Unglaublich. Schutzschild. Alles klar. Ich weiß auch warum. Wow, da kriegt man echt Sprünge hin. Ob das an der einfach nur an der Perspektive liegt, ist einfach krass. So, ein Tunnel. Okay. Frage ist jetzt, es gibt ja noch so ein schönes. Eine Sekunde. Es gibt ja noch so ein schönes. Nee, Moment, falsche Taste. So. Dieses komische Puppenteil. Was sind das? Elitewaren, Felddrohne. Okay, ich habe noch gar nicht alles erkundet. Sag mir das doch einer. Kann ich hier das hier noch irgendwie. Tatsächlich habe ich noch nicht alles gesehen. Vor mir hier müsste auch ein. Aha, Weg links sein. Guck doch mal einer an. Waffenpunkte. Was ein Waffenpunkt verdient. Waffenmodi stecken. Ich glaube, vielleicht hebe ich mir den mal auf. Schrotflinte ist nicht so meine Waffe. Ja, damit hätten wir den zweiten kleinen Licht gefunden. Jetzt könnten wir allerdings noch mal kurz nachsehen, wo was wir noch eventuell übersehen haben. Rüstungspunkte, Waffenpunkte, sowas in der Art. In der Art sind ja immer interessant, aber ich nehme mal an, dass es hier gerade nichts weiter gibt. Jetzt können wir nochmal kurz. Das ist die Map, ne? Ich habe eine komplette Ebene, die ich noch nicht wirklich erkundet habe. Die habe ich zwar gesehen, so wie es aussieht. Oh ja, ich glaube, ich weiß wo. Gesehen, aber nicht erkundet. Mal gucken, ob ich recht habe. Okay. Dann noch einmal um die Ecke nach hinten. Ist ja schon. Also diese Datenpakete, ich weiß nicht, ob die so dramatisch wichtig sind, aber man kann ja zur Sicherheit mal gucken. Boah, ich wette, wenn man will, kann man da. Nee. Nee, kann man nicht. Ich dachte, man könnte da weiter. So, jetzt. Irgendwo hier habe ich eine. Ah, wahrscheinlich die andere Seite dieser Plattform habe ich noch nicht gesehen. Oder hier in der Ecke was. Weil hier war ich ja schon. Und hier auch. Mal noch einmal. So, jetzt haben wir da hinten die Ecke nicht gesehen. Da oben. Da waren wir schon, aber warum haben wir das?